Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Cluedo, dem klassischen Detektivspiel. Und zu einer, wie soll ich sagen, kleinen Sache, auf die ich mal wieder Lust habe. Ich habe das Spiel damals durch Zufall gefunden auf Steam. Ich habe das auch schon eine Zeit lang als Handy-App. Und ja, kostet, soweit ich weiß, wenn ich mich recht erinnere, so um die 5 Euro. Eine Sache möchte ich gleich dazu sagen. Das Spiel im Basis kostet um die 5 Euro. Ich glaube 4,99 oder so. Alles, was ich euch jetzt zeige, bis auf das Tutor-Level, sind zusätzliche Inhalte. Das bedeutet, ihr müsst euch über diesen Season Pass, beziehungsweise könnt ihr euch einzeln auch freikaufen. Also, hier sind nicht alle quasi vorhanden. Wir spielen das Ganze übrigens online, im Online-Modus. Mit beliebigen Mitspielern. Das heißt, wir könnten hier zwischen 3 und 6 Mitspieler haben im Schnitt. Ich hoffe aber, dass wir mehr 6er Partien erwischen als 3er. Wie gesagt, wir werden uns alles ansehen vom Tutor Herrenhaus, was halt eben basismäßig dabei ist, aufs klassische Herrenhaus, Hollywood Studio, Vampirschloss, Schneegipfel, Mörder Express und Wilder Westen. Wir beginnen auf Footage und wir haben eine 6er Partie. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die Spieler sich da reinfinden. Also solltet ihr das mal alle sehen. Hallo, schön in meinem Let's Play zu sein. Und jeder kann so. Ab jetzt. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, ein bisschen ein kleines Reinfuchsen. Jetzt werden gerade, wir werden jetzt versuchen, einen Mordfall aufzuklären. Am Anfang des Spieles seht ihr, wie drei Karten quasi von, also ein Mörder, eine Tatwaffe und ein Tatort in einen Umschlag gesteckt werden und danach werden die restlichen Karten an die Mitspieler verteilt. So. Also. Ja. Und jetzt geht das lustige Rätselraten los. Jeder Spieler kann einen Raum betreten. In den Raum muss er sich eine Verdächtigung aussprechen. Und diese Verdächtigung, ja, muss er jetzt abfragen. Wenn einer von den drei quasi der andere in der Hand hat, muss er das herzeigen. Das sagt auch das Spiel von vornherein schon. Bitte zeigt die Karte her. Je mehr Karten gezeigt werden, desto mehr kannst du natürlich rausknuffeln. Ja, gefahren, es wird natürlich gefahren und gewürfelt wie bei einem gewöhnlichen Brettspiel. Ach ja, und das ist wieder eine Gesamtaufnahme. Wie immer heißt, ich weiß nicht, wie viele Bretter ich da heute schaffen werde. Aber 2 bis 3 Bretter nehme ich mal stark an. Also, vom Porz in der Rohrzange Musikzimmer. Kann es schon mal nicht gewesen sein. Oder eines der Sachen, 3 Sachen, kann schon nicht am Tatort gewesen sein. Und der Wassertatort? So. Da oben scheint sich ein bisschen was zu versammeln. Thank you.
Okay, sie geht in die Küche rüber. Also wenn sie einen Raum von einem Verdacht quasi in den Raum geschickt wurde, kann sie auch in den Raum bleiben und muss sich nicht bewegen. Das ist etwas Besonderes. Und das ist das, was ich gesagt habe. Das Spiel sagt mir jetzt, okay, ich habe den Dolch, ich muss diesen Herd zeigen, dass ich ihn habe. Das heißt, der Dolch kann nicht die Dartwaffe sein. Genauso wenig wie der Leuchter. Und auch das Speisezimmer kann nicht der Tatort sein. Das weiß ich. Das ist quasi mein Wissen und ich muss herausfinden, was die anderen wissen, um herauszufinden, ob der Mord, wie der Mord begangen wurde. So, 7. Ich gehe jetzt runter in die Halle. Gehe rauf ins Musikzimmer. Ich gehe rauf ins Musikzimmer. Zu den anderen. So. Also, da alle schon draußen sind, kann ich auch mal porten. Ich werde mal nach vom Port fragen. Und zwar mit dem Seil. Das ist auch schon gefragt worden. So. Wir wissen nun, was uns die Frau Archidie zeigt. Das Seil kann nicht unter dem Tatwerkzeugen sein. Ist unmöglich. Das heißt, wir haben Heizungsrohr, Pistole und Rohrzange, die möglich wären. Professor Blum mit dem Dolch. So, im Speisezimmer. Und jetzt können wir ein bisschen herum experimentieren. Wir wissen, dass der Dolch nicht im Spiel ist. Und wir wissen auch, das Speisezimmer ist nicht im Spiel. Trotzdem hat Frau Weiß ihm was gezeigt. Das heißt, Professor Blum muss sie haben, logischerweise. Also, das werden wir halt quasi hier vermerken. Damit ist Professor Blum nicht mehr in unserer Liste der Verdächtigen. Orchidee mit dem Dolch. So. Auch hier probieren wir es wieder anzuwenden bei Professor Blum. Leider Gottes wissen wir nicht, hat er sich noch nicht geäußert zu Orchidee. Der Dolch ist bei uns und die Küche wissen wir auch noch nichts. Also gehen wir weiter mit Dingen, die wir nicht weitermachen können. So. Auch er geht in die Küche. Mal gucken, was er dort tut. Er schickt mich dorthin. Mit dem Heizungsrohr. Ja, leider bringt uns nichts, das nicht viel. Nehme ich rein, gar nichts. Die X'er heißen übrigens natürlich, der Spieler hat die Karte nicht auf der Hand. Also wir wissen, dass Weiß zum Beispiel nicht das Musikzimmer in der Hand hat, genauso wie Blum und von Port, die haben das nicht in der Hand. So.
Aber auch das bringt uns jetzt nicht wirklich viel weiter. So. Übrigens gehören bis auf Orchidee, die hier, die Avatare alle zu und vom Port, diese drei zu Sondereditionen. Also das heißt, die muss man sicher kaufen. Ich kann euch das mal dann nachher mal zeigen, sollten wir nochmal Platz haben. Zeige ich euch das mal, vielleicht am Ende von der Gesamtaufnahme. Welche Figuren es da zusätzlich noch zu kaufen gibt. Wie gesagt, es ist kein Product Placement. Aufpassen hier bitte. Ich krieg nichts dafür, dass ich für das Spiel Werbung mache. Ich find's einfach nur geil und ich finde, Cluedo hat viel zu selten ein gutes Spiel. Und das zeigt man einfach mal gerne mal her. Das ist halt so meine Intention dahinter. Tick, tack, tick, tack. So, würfeln wir uns das aus. Bibi. So, wir sind in der Küche und können auch in der Küche bleiben. Bringt uns aber jetzt nichts. Ich würde gern das Musikzimmer nochmal betreten und das nochmal abgrasen. So. Und zwar würde ich weiter bei der von Potts bleiben. Mit der Rohrzange. Im Musikzimmer. Moment, sie zeigt, sie hat nicht die Ports, das wissen wir. Ah, sie hat die Rohrzange. Okay. Sie zeigt uns die Rohrzange. Alles klar. Damit haben wir auch schon den Tat... Die Tatgegenstände schon ziemlich eingegrenzt. Für Albert und das Heizungsrohr. So. Aber auch hier leider Gottes nichts, wo wir uns rausknöbeln könnten. Was möglich noch als Tatort, Tatwaffe oder so. Möglich ist. Im Arbeitszimmer. Hier sieht man halt die Geheimgänge. Man kann also quasi über Kreuz auf der Map. Das geht übrigens bei jeder Map. So. Okay, leider Gottes können wir auch hier wieder nichts rauslesen. Wir haben zwar den Dolch in der Hand, aber das Arbeitszimmer und meine Spielfigur sind frei. Also das heißt, auch ich könnte der Mörder sein. Wir wissen nur, dass Blum es nicht sein kann. Musikzimmer und Leuchter. So. Jetzt wird spannend. Jetzt können wir es wieder versuchen rauszufiltern. Aber dadurch, dass der Cut-off noch nicht gezeigt wurde und das Musikzimmer noch frei ist,
beiden Linien. Hat's mir noch nichts gebracht. Orchidee. Im Musikzimmer. Mit dem Leuchter und wir können ihm den Leuchter zeigen. Natürlich ist es ihm wichtig in dem Spiel so wenig Informationen wie möglich an die Mitspieler weiterzugeben und am meisten einzuhamsen. Wichtig ist, diese beiden, also sowohl Tat, also Täter als auch Tatwaffe, kann man sehr leicht erfragen. Beim Tatort ist es schwieriger, da man den nur erfragen kann, wenn man in dem Raum selber steht. Das ist wichtig. So. Leider Gottes wieder nichts, was mich weiterbringt. Wir wissen zwar, dass Blum weg ist. Irgendwas stimmt gerade nicht mit meiner Ding, weil da sollte eigentlich irgendwo ein Hacker sein. Aber das Hackerl ist weg. Und das ist nicht gut, weil ich nicht weiß, wer das Hackerl gezeigt hat. Gut, macht Mama nichts. Ich kann in den Wintergarten rauf oder in die Bibliothek. Ich gehe mal in den Wintergarten. Ich kann doch in die Küche wechseln. Geh mal in die Küche. Bin mir ziemlich sicher, dass die Weiß es gezeigt hat. Von Ports. Mit dem Heizungsrohr. Damit müssten wir, da alles abgegrast haben, die Pistole als Tatwaffe. Also wir wissen, die Pistole hat keiner anderer in der Hand. Wir werden das wieder so umsetzen, dass das stimmt. Ich glaube, es war die Frau Weiß, die mir den Blum gezeigt hat. Und von Ports ist die Täterin hiermit gerade bestätigt. Und wir zeigen ihr eher den Dolch als das Speisezimmer, damit wir den Vorsprung, den wir haben, ausbauen können. Also.
Gut, den Dolch zeige ich ihn. Den Dolch zeigen. So. Wenn ihr euch schon fragt, warum unterschiedlich noch verdächtigt werden von anderen Mitspielern, jeder hat natürlich andere Basiskarten bekommen und jeder hat natürlich einen anderen Verdacht. Nicht jeder sieht das gerade so, wie ich es sehe. So, die Pistole wird sich wahrscheinlich durchziehen. Und hier wird die Orchidee landen. So. Also die Pistole, also Blum hat, die Pistole ist ja aus dem Spiel, das können wir ja schon außen vorlassen. Und das Arbeitszimmer kann er auch haben. Das heißt, uns hilft das nichts. Aber noch kann keiner den Fall zufriedenstellend lösen. Noch ist es nicht möglich, diesen Fall zu lösen. Niemand hat die Lösung des Falles. Was auch immer gerade fehlt. Gut, wir wissen. Das Heizungsrohr ist aus dem Spiel. Irgendwas stimmt gerade in meiner Aufzeichnung nicht. Alle sagen nein, das Heizungsrohr müsste aber draußen sein. Habe ich mich hier vertan? Habe ich hier einen Fehler drin? Wir werden es gleich herausfinden. Nein? Denkfehler ist keiner drin. Die Pistole ist draußen. Ich kann es noch sein. Ich kann es. Zwar sein, was er gezeigt hat, aber ja. Hat mich gerade irrsinnig irritiert, der Gute. So, ich würfle. Ich werde wahrscheinlich gleich in der Küche bleiben. Insofern es geht. Geht natürlich nicht. Mift. Richtig. Mift. Aber wir wissen... Mit der Peng-Peng. Ja, du hast das Musikzimmer, wir wissen's. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich möchte es nicht riskieren, obwohl die Küche schon ziemlich nah ist, naheliegend ist. Werden wir die Runde beenden?
Gut, die Halle ist Orchidee weg. So, hier ist die Halle zu Hause. Also die Halle ist es nicht. Also wir wissen, Forport hat ihn erschossen. Nur wir wissen noch nicht, hat Herrn Black, Dr. Black erschossen. Wir wissen noch nicht, wo. Gut, vielleicht können wir es jetzt herausfiltern. Komports ist draußen. Albert ist vorletzt, das heißt, er hat das Seil nicht in der Hand, das heißt, er muss in der Küche gezeigt haben. Das heißt, auch die Küche war nicht der Tatort. So. Also, Forport. Du hast Professor Blum nicht in der Hand, das wissen wir. Die Pistole ist aus dem Spiel, das heißt, die Bibliothek hast du gezeigt. Man kann es eingrenzen mit der Zeit. Sollte hier mit der weißen Fehler drin sein, weiß ich nicht mehr. So. Das Speisezimmer bringt uns nichts, weil das haben wir selber in der Hand. Und müssen es leider jetzt herzeigen. Leider, leider. Leider Gottes weiß die Mitspielerin hier, die Forport spielt, natürlich selber nicht, was sie gemacht hat. Es sei denn, irgendjemand wird ihr gerade den Mord dann da liegen. Ab in die Lounge. Ja. Okay. Wir wissen, die Lounge ist weg. Damit verbleiben nur mehr drei Orte. Oder auch nicht mehr. Baronin von Port klagt ihn an. Und zwar wahrscheinlich sich selber. Ja. Erschossen und im Wintergarten. Jawohl, die Lösung stimmt. Baronin von Tatz hat den Kriminalfall gelöst. Mehr Glück beim nächsten Mal. Dankeschön, Frau Porz. Das war spitze, die Runde. So, wir kriegen für den Online-Spiel natürlich Punkte. Und wir gehen ins Hauptmenü. So. Hallo, meine Lieben.
Fall, das war's von Cluedo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf und mit der Betätigung der Glocke unten in der Videobeschreibung. Der Link zum Link, mit dem ich die Elder Scrolls Online Let's Play und natürlich auch der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe also Gaming Dragon mit einem heißen Vario für diesen Part.